Während des Kalten Krieges sind Tausende von Untergrundagenten darauf vorbereitet, in Aktion zu treten, falls die Rote Armee Westeuropa überrollen sollte. Die Schläfer sind Teil eines Geheimprojekts der NATO. Sie bilden das Stay-Behind-Netzwerk, das 1990 unter dem Namen seines italienischen Zweigs bekannt wird. Gladio. Wir stiegen in einen Minibus mit verdunkelten Scheiben und fuhren zum Flughafen Ciampino bei Rom. Es war eine verdeckte Organisation, die von den Nachrichtendiensten geschaffen wurde, den Geheimdiensten. Wir hielten es für möglich, dass der eine oder andere dieser Agenten den Drang verspürt haben könnte, aktiv zu werden. Jetzt sprechen zum ersten Mal die Agenten hinter den Fronten des Kalten Krieges. Sie sprechen auch über Vorgänge, die sich in den Grauzonen des geheimen Netzwerks abspielten. Mitte der 1980er Jahre wird Luxemburg durch eine Serie von 18 Bombenanschlägen erschüttert. Es gibt zwar keine Opfer, aber unter den Einwohnern des kleinen Landes macht sich Panik breit. Die Menschen standen unter Schock. Sie erwarteten jeden Moment den nächsten Anschlag. Fast 30 Jahre vergehen. 2013 beginnt in Luxemburg der Prozess gegen zwei Tatverdächtige. Dabei kommen Umstände ans Tageslicht, die das Stay-Behind-Netzwerk schwer zu belasten scheinen. Er war in die NATO-Struktur eingebunden und musste also auch Dinge mit absegnen. Ein Zeuge, der Deutsche Andreas Kramer, sagt aus, die Hintermänner der Anschläge in Luxemburg seien Mitglieder einer Geheimorganisation der NATO, Deckname Gladio, dem lateinischen Wort für Kurzschwert. Kramer sagte schreckliche Dinge, dass der BND, die Deutschen also, in Luxemburg aktiv seien. Er sagte, sein verstorbener Vater sei Mitglied bei Gladio gewesen und die Gladio-Leute hätten Sprengstoff aus Steinbrüchen gestohlen. Kramer wiederholte diese schweren Anschuldigungen mehrfach, auch unter Eid, aber niemand glaubte ihm. Der Prozess in Luxemburg zieht Kreise. Auch in anderen europäischen Ländern werden Fragen nach Gladio laut. In Berlin richtet eine Abgeordnete eine Anfrage an die Regierung, um Aufklärung über die Aktivitäten des NATO-Netzwerks zu erhalten. Also ich habe bereits 1991 die erste Anfrage hier im Bundestag gestellt zu Gladio. Und dass jetzt eben Gladio damals eben schon der Verdacht bestand, dass das Oktoberfestival, die Bombe dort, eben von Gladio gezündet worden ist, aber eben auch Bologna und in vielen anderen Staaten der EU, wo ja diese paramilitärischen Strukturen existierten. Bei dem Anschlag auf das Oktoberfest 1980 sterben 13 Menschen. Darunter auch der Bombenleger, der Neonazi Andreas Köhler. Bis heute bleiben viele Fragen zu diesem Attentat unbeantwortet. Also der Prozess in Luxemburg, der hat mich dazu bewegt, jetzt erneut eine Anfrage bzw. mehrere Anfragen zu stellen an die Bundesregierung, weil mich eigentlich wundert, dass es keine Informationsebene gibt. Warum haben sich eigentlich die Geheimdienste nie ausgetauscht und warum kriegt die Öffentlichkeit keine Informationen? Auch Belgien erlebt in den 1980er Jahren eine Welle des Terrors. Bei einer Serie extrem gewalttätiger Raubüberfälle werden zwischen 1983 und 1985 28 Menschen getötet. Auch 30 Jahre nach dem letzten Überfall auf einen Supermarkt in der ostflandrischen Stadt Aalst sind die Täter nicht ermittelt. Angesichts der Verjährungsfrist drängen die Justizbehörden auf die Freigabe der Namen der belgischen Stay-Behind-Agenten. Die Stay-Behind-Organisation interessiert uns wegen der Art des Tathergangs. Einige dieser Überfälle wurden mit quasi militärischen Techniken und Methoden begangen. Deshalb wollen wir der Möglichkeit einer Verwicklung von Stay-Behind-Agenten nachgehen. Und dazu brauchen wir den Namen der belgischen Agenten. Als die Existenz der geheimen Untergrundnetze 1990 bekannt wird,
reagieren weite Kreise der europäischen Öffentlichkeit mit Misstrauen. Denn auch nach dem Zerfall der Sowjetunion verweigert die NATO jede Auskunft über die Stay-Behind-Aktivitäten. Die Archive bleiben verschlossen, die Agenten anonym. Bis jetzt. Albert Raas war zuständig für eins der zwei Stay-Behind-Netze in Belgien. Zum ersten Mal ist er bereit, über die Organisation und ihre Anfänge zu sprechen. Am 10. November 1942 wurden drei junge Pfadfinder und der Leiter ihrer Gruppe von den Deutschen hingerichtet, weil sie einer im Aufbau befindlichen Zelle eines Netzes angehörten, das Nachrichten über den Feind sammeln sollte. Natürlich waren sie begeistert, aber sie hatten keine spezielle Ausbildung, keine Ausrüstung. Und so wurden sie schnell enttarnt, gefasst und zum Tode verurteilt. Dieser Mangel war der Hauptgrund für die Schaffung der Stay-Behind-Netze nach dem Krieg. Also eine Organisation zur Nachrichtenbeschaffung hinter den feindlichen Linien, um eben solche Tragödien zu verhindern. Während der Ardennenoffensive Ende 1944 behindern belgische Partisanen den Vormarsch der deutschen Truppen. Sie locken sie in Hinterhalte oder leiten sie mit einfachsten Mitteln in die Irre, indem sie Ortsschilder in die falsche Richtung drehen. Nach der Kapitulation Deutschlands schlägt Großbritanniens Premier Winston Churchill der belgischen Regierung vor, eine neue Widerstandsorganisation aufzubauen. Churchill ist überzeugt, dass ein neuer großer Konflikt bevorsteht. Unmittelbar nach dem Krieg war die britische Regierung äußerst besorgt. Ja, ich möchte sagen, geradezu voller Furcht, dass die UdSSR insgeheim ein Programm der militärischen und politischen Expansion verfolgen könnte. Die Entwicklung ab Mitte 1945 scheint Churchill recht zu geben. Ein osteuropäisches Land nach dem anderen wird dem sowjetischen Machtblock einverleibt. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Aber was, wenn der eiserne Vorhang sich nach Westen bewegt? Um einem sowjetischen Angriff begegnen zu können, bereiten die Staaten der NATO-Allianz auch den Widerstand im Untergrund vor. Das Ziel war, im Rücken der vormarschierenden Truppen des Feindes Agenten zu haben, die unterschiedlichste Operationen hinter der Front durchführen konnten. Sogenannte Stay-Behind- oder Überrollagenten. Als Reaktion auf Churchills Befürchtungen geht der britische Geheimdienst zur Tat über. Am 30. Juni 1947 enthüllt die französische Regierung Pläne für einen Staatsstreich unter dem Decknamen Plan Bleu, in den ehemalige Militärs, Monarchisten und rechtsextreme Vichy-Kollaborateure verwickelt sind. Das Unternehmen basierte auf der Stay-Behind-Strategie und war mit britischer Hilfe ohne Wissen der Regierung in Paris in Gang gesetzt worden. Als die französischen Geheimdienste herausfanden, dass da etwas hinter ihrem Rücken ablief, ging die Regierung damit an die Öffentlichkeit und konnte so die ganze Geschichte der Polizei übergeben. Im Jahr darauf kam es dann zu einem förmlichen Abkommen zwischen Franzosen und Briten, ein geheimes Stay-Behind-Netz in Frankreich einzurichten. Ab 1948 werden hunderte ehemaliger Partisanen von den französischen Geheimdiensten angeworben und für den Untergrundkrieg ausgebildet. Sämtliche Dokumente über dieses Projekt sind bis heute unter Verschluss. Offiziell hat Stay Behind in Frankreich nie existiert. Das französische Stay Behind war Teil der englisch-amerikanischen Planungen für den geheimen Krieg im Rahmen der NATO.
Es war aber eher als eine Art Untergrundnachrichtendienst gedacht für den Fall, dass die sowjetischen Armeen Westeuropa überrannt hätten. Die Idee war, eine Widerstandsbewegung zu organisieren, wie sie die Menschen meiner Generation während der deutschen Besetzung Frankreichs, Belgiens und der Niederlande gekannt hatten. Stay Behind hatte zwei Aufgaben. Das eine war Fluchthilfe. Es ging darum, Personen in Sicherheit zu bringen, die für das Funktionieren eines Staates unentbehrlich waren. Die zweite Aufgabe eines Stay Behind-Netzes war offensiverer Natur. Sie umfasste Aktionen wie Propaganda, Sabotage und Kampf. Das Stay-Behind-Konzept hat viele Väter, darunter auch weniger respektable als Winston Churchill. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs befiehlt SS-Führer Heinrich Himmler die Rekrutierung von Freiwilligen, die hinter den alliierten Linien aktiv werden sollen. Das Stichwort ist Werwolf. Meist versteht man darunter, dass die Armee oder die Partei in den besetzten Gebieten alliierte Institutionen angreifen wollte. Aber zunächst einmal hat der Werwolf die Funktion gehabt, Verräter in den besetzten Gebieten zu beseitigen, zu liquidieren. Nach dem gleichen Prinzip ließ General Reinhard Gehlen, der Chef der Russlandabteilung des Wehrmachtsnachrichtendienstes, auf dem Rückzug aus der UdSSR ein Netz von Agenten zurück. Getreu der alten Weisheit, der Feind meines Feindes ist mein Freund, wenden sich nach dem Krieg die Amerikaner an Gehlen, um einen deutschen Geheimdienst und ein deutsches Stay-Behind-Netz aufzubauen. Im Kampf gegen den Kommunismus hat Gehlen keine Hemmungen oder Bedenken, auch Kriegsverbrecher anzuwerben. Man kann nicht 8 Millionen Parteigenossen irgendwo in die Wüste schicken. Man musste daher Weizen vom Spreu vom Weizen trennen. Dieser Prozess bei allen Ressorts und Hauptabteilungen in Deutschland durchgeführt, fand eben nicht bei der von den Amerikanern finanzierten, schon vor der Gründung der Bundesrepublik eingerichteten Organisation Gehlen nicht statt. Und daher ist er gleichsam mit diesem Defizit belastet. Anfang der 1950er Jahre gilt in den USA und in Westeuropa ein sowjetischer Angriff als jederzeit möglich. Auch als Nikita Chruschtschow 1958 der erste Mann im Kreml wird, verringert das die Angst vor der roten Gefahr nicht. Das Stay-Behind-Projekt wird für die NATO zur strategischen Priorität. Unter ihrem Schirm breiten sich die Netze jetzt in ganz Europa aus. In Norwegen werden 50 Agenten angeworben, 150 in der Bundesrepublik, 600 in Italien. Selbst Franco-Spanien beteiligt sich an dem Programm. Im neutralen Österreich errichten die Amerikaner ein eigenes Netz und versorgen es mit Waffen, ohne die Regierung auch nur zu informieren. Die Netze existieren unabhängig voneinander, sind aber miteinander verbunden. Für eine gemeinsame Ausbildung ist der britische Secret Service zuständig. Der tägliche Kontakt erfolgt per Funk. Die nationalen Kommandeure treffen sich regelmäßig bei Sitzungen eines geheimen NATO-Komitees, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen. NATO hat keine Rolle in der Kommandokette. Wenn wir hier 10 Personen in einen Raum stellen und sagen, überlegt doch mal, wie ihr eure Familien bei schlechtem Wetter sichern könnt, Überschwemmung, dann überlegt jede Familie für sich, wie sie das macht und was sie tun will. Aber es bedarf einer Verständigung mit den anderen Familien und das wird an einer Koordinationsstelle gemacht. Aber diese Koordinationsstelle hat keine Befehlsgewalt, hat keine Verfügungsgewalt über den Erlass, die Regelung, die einzelne Familie oder das einzelne Land selbst trifft. Und so lehnt denn auch der französische Zweig der NATO-Familie
eine der Grundannahmen der Engländer und Amerikaner ab. In Frankreich ist nach der deutschen Besetzung die Vorstellung einer erneuten Eroberung des Landes ein Trauma. Unsere amerikanischen Freunde gingen davon aus, dass falls in einer Konfrontation mit der Sowjetunion die Rote Armee die demokratischen Länder Europas überrennt, sie den Krieg dann von ihrem Boden fortsetzen würden. Wir Europäer, vor allem wir Franzosen, haben diese Annahme nie geteilt. Unsere Haltung war, es muss gehandelt werden, bevor es dazu kommt. Und deshalb setzten wir all diese Jahre hindurch auf die nukleare Abschreckung. Aber auch wenn die Zeiten im Zeichen eines drohenden Atomkriegs und des Wettlaufs zum Mond stehen, ist ein konventioneller Krieg immer noch denkbar. Und in seinem Vorfeld herrscht das Schreckensbild von Subversion und Destabilisierung der westlichen Nationen. Wenn das Stay-Behind-Projekt in diesem Rahmen seinen Zweck erfüllen soll, ist absolute Geheimhaltung ein Muss, auch innerhalb der Organisation. In unserem Netz kannte jeder Gladiator nur einen oder zwei andere Agenten, die ebenfalls nur ein oder zwei Gladio-Mitglieder kannten. In einer Zelle von fünf Agenten wusste also der fünfte Mann in der Regel nicht, wer die Zelle leitete. In der Zeit, als ich das Kommando über Gladio innehatte, habe ich so gut wie alle einmal getroffen. Es waren Männer, die daran glaubten, was sie taten, an das, was ihnen gesagt wurde. Dass sie einen Beitrag zur Verteidigung ihres Landes leisteten, dass sie nichts zu erwarten hatten, außer dass, was auch immer geschah, ihren Namen nicht preisgegeben würden. '1990 geschieht genau das. Nach dem Ende des Kalten Krieges enthüllt die italienische Regierung die Existenz von Gladio und veröffentlicht die Namen der Agenten. Unter ihnen sind Lehrer, Ingenieure, Förster. Alle hatten einen Mittelschichtshintergrund, waren entschiedene Antikommunisten und unbedingt vertrauenswürdig. Ich wurde von einem ehemaligen Partisanenführer kontaktiert. Er sagte: Hör zu, es gibt da eine Organisation des Staates, der Armee, bei der ich von Anfang an auf die eine oder andere Art dabei bin. Sie trainiert Leute für spezielle Untergrundaktionen in einem besetzten Gebiet. Wäre das was für dich? Ich antwortete im Prinzip ja. Einige Zeit später erzählte mir mein Hausmeister, dass die Carabinieri da gewesen seien und Fragen über mich gestellt hätten. Wie ich so sei, wie ich mich verhalten würde. Mit den Jahren erfuhr ich, dass das ein Standardverfahren war und dass es keine Carabinieri gewesen waren, sondern wahrscheinlich Mitarbeiter des Geheimdienstes. Dann wurde mir mitgeteilt, dass ich mich in eine Bar am Bahnhof von Rom begeben sollte. Wir tranken etwas, dann gingen wir aus dem Bahnhof, vor dem ein weißer Minibus auf uns wartete. Er hatte abgedunkelte Scheiben. Wir stiegen ein und fuhren zum Flughafen Ciampino. Von dort aus werden die neuen Gladio-Agenten zu einer geheimen Militärbasis auf Sardinien geflogen. Ich wurde zur Selbstverteidigung an leichten Waffen ausgebildet. Sie waren italienischer und amerikanischer Herkunft und wurden auf der Basis an uns ausgegeben. Außerhalb trugen wir nie Waffen. Das Training soll weniger auf den Kampf vorbereiten als auf ein Dasein als Spion. Stay-Behind-Rekruten lernen die Grundlagen der Beschattung, der Sabotage, das Verfassen und Senden verschlüsselter Botschaften oder das Ausschalten eines Gegners ohne Waffen.
Es hieß, wir sagen dir ganz offen, wenn du morgen aktiviert wirst und der KGB dich erwischt, gibt es keine Hoffnung. Du wirst einen schlimmen Tod sterben. Das ist erstmal ein Schock. Aber dann sagst du dir, gut, koste es, was es wolle, aber dies ist etwas, das du tun musst. Die zukünftigen Leiter der Netze wurden für die Installierung, den Aufbau und die Leitung einer klassischen nachrichtendienstlichen Organisation im Rahmen militärischer Operationen im Kriegsfall ausgebildet. Die Hauptaufgabe war, abgeschossene Piloten zu bergen und durch die feindlichen Linien zu schleusen. Man sagte uns ganz klar, es dauert 3 Monate, eine Panzerdivision aufzustellen, aber es braucht 5 Jahre, einen Kampfpiloten auszubilden. Schwerpunkt der Ausbildung ist die sogenannte Exfiltration: Personen in besetztes Gebiet ein- und wieder herauszuschmuggeln. Das bedingte natürlich internationale Übungen, um die Zusammenarbeit zwischen den Netzen verschiedener Länder zu trainieren. Wir führten Übungen mit den verbündeten Geheimdiensten durch, mit den Franzosen, den Engländern, den Amerikanern und vielen anderen. Dabei wurde die Infiltration auf dem Luftweg geprobt. Das hieß, es kam ein Flugzeug unserer Alliierten und warf ein Objekt mit dem Fallschirm ab. Oder sie setzten jemanden mit dem Hubschrauber in unserem Gebiet ab. Die Agenten wussten, wann und wo ein Flugzeug auftauchen und etwas abwerfen würde. Also waren sie zur Stelle und gaben Signale mit einer kleinen Taschenlampe. Das funktionierte sehr präzise. Die abgesetzte Person wird von einem Agenten in Empfang genommen, in ein sicheres Haus gebracht und dann an einen anderen Agenten weitergereicht, der sie wiederum einem Dritten übergibt. Stay Behind war aufgrund der lokalen Kenntnisse seiner Mitglieder so effektiv, dass es während einer internationalen Übung gelang, 2 Männer vom Polarkreis bis nach Sardinien zu schmuggeln. Aber auch die UdSSR verfügt über ein geheimes Netzwerk, das im Falle eines Angriffs auf Westeuropa aktiv werden soll. Sein Deckname Spetsnaz. Es besteht aus Männern und Frauen, die in den westlichen Ländern undercover installiert wurden, um den einmarschierenden Truppen den Weg zu ebnen. Spetsnaz war zwar die offensive Variante von Stay Behind, aber es entsprach der gleichen Generalstabslogik. Die Sowjets hatten die Idee eines Angriffs nicht aufgegeben. Und so bereiteten sie sich vor, was ja die Aufgabe eines Generalstabs ist. Es waren buchstäblich Schläfernetze, die erst im Vorfeld eines unmittelbar bevorstehenden sowjetischen Einmarsches aktiv werden sollten. Das erste Ziel eines sowjetischen Angriffs wäre die Bundesrepublik gewesen. Ja, wir kannten ja die Angriffspläne des Sowjetblocks, die sie eingeübt hatten, was auch immer das bedeutete, nach Schleswig-Holstein, durch die Tiefebene an den Rhein und drittens durch das Fulda Gap nach Frankfurt und durch Österreich nach Süddeutschland. Alle Stay-Behind-Agenten haben Anweisungen, in so einem Fall als erstes ihre Radios einzuschalten. Sie wären, wie wir sagen, aktiviert worden. Sie hätten eine Meldung erhalten, die besagte: Achtung, das ist keine Übung, ab jetzt ist es ernst.
on ne joue plus, ça va être sérieux. Die Sowjetunion wird uns angreifen. Wir bleiben mit euch über Funk in Verbindung und dann sehen wir uns in einer nicht besetzten Zone wieder. In so einem Moment ist natürlich die Angst da. Ich glaube, jeder von uns hatte das im Hinterkopf. Ich hatte dafür Pläne ausgegeben, sofort unterzutauchen, vorbereitete sichere Orte aufzusuchen, von denen sonst niemand wusste. Unsere Agenten wussten, dass es ein Waffenlager gab, aber nicht wo. Im Falle einer Besetzung wären sie, wenn nötig, informiert worden. Grabt da und da, dort findet ihr die Waffen. Waffenlager waren in der Tat Bestandteil der Stay-Behind-Netze. Auch das ging auf unsere Erfahrungen von 1940 zurück. Damals, nach der Niederlage, schaffte eine Reihe von Offizieren der Armee, der Marine und der Luftwaffe Waffen beiseite und richtete an vielen Orten in Frankreich geheime Depots ein, die so getarnt waren, dass die Deutschen sie nicht finden konnten. Das gehört einfach zu so einem Spiel dazu, einem Kriegsspiel, das auch die Idee der Stay Behind umfasst. Dort ist der Bunker, den zwei Jungen 1972 entdeckten. Der Codename für solche Bunker war NASCOR. Sie konnten Verschiedenes enthalten. Sprengstoff, englische Sten-Maschinenpistolen, spanische Leuchtpistolen, Zeitzünder. Eben die typische Ausrüstung für einen Guerillakämpfer. Dies sind Originalaufnahmen von Waffenlagern, die für Gladio-Agenten in den Wäldern Norditaliens, in Kirchen und sogar auf Friedhöfen angelegt wurden. Sie enthielten per Hand zündbare Bomben, Leuchtsignale, Goldbarren und Arzneimittel. Alles, was einer Widerstandszelle nützlich sein kann. Nur im Ernstfall wären die Stay-Behind-Netze wahrscheinlich innerhalb weniger Stunden zerschlagen worden. Zumindest in Westdeutschland. Der Stasi war es gelungen, den Funkverkehr des Bundesnachrichtendienstes abzuhören. Hier lässt sich einfach zeigen, dass hier Funkkontakt bestanden hat von der BND-Zentrale in Pullach in Bayern nach Italien, nach Sardinien. Der Inhalt dieser ganzen Funkverbindungen ist leider nicht bekannt. Aber auch dieses ließe sich ändern, wenn der Bundesnachrichtendienst hier diese Dokumente freigibt bzw. noch tiefere Einblicke ermöglicht in diese ganzen Strukturen. Zum einen können die Stasi-Akten Auskunft darüber geben, wie viele Agenten, wie viele sogenannte Überrollagenten auf dem Gebiet der Bundesrepublik in den 80er Jahren oder auch davor aktiv waren. Also das, was sie gegen die Spionage der DDR, gegen die Bundesrepublik Deutschland und gegen den Dienst als solches insbesondere angeht, waren wir uns dieser Bedrohung voll bewusst. Das ist gleichsam das tägliche Brot und das musste eingeübt sein, denn sie mussten so wenig wie möglich an schriftlichen Unterlagen bei sich haben und mussten so sicher wie möglich die Transmissionsapparate bedienen können. In den Stasi-Berichten über die Stay-Behind-Aktivitäten wird auch die Notwendigkeit angesprochen, die Agenten im Falle eines Konfliktes zu eliminieren. In mindestens einem Fall wird darüber hinaus erwähnt, dass sich Mitglieder des Netzes als Fluchthelfer betätigten.
Vor allem aber war es der Stasi gelungen, eine exakte Karte der Einsatzorte der Stay-Behind-Zellen in der Bundesrepublik zu erarbeiten. Was die militärische Seite angeht, lässt sich eindeutig sagen, anhand der Orte, wo diese Agenten platziert waren, dass die NATO oder der Bundesnachrichtendienst in etwa zwei Wellen gedacht haben im Fall eines Angriffs. So lässt sich genau zeigen, dass diese Stay-Behind-Überrollagenten in regelrecht zwei Frontlinien aufgeteilt waren, die dann im Zweifelsfall eines Angriffs hinter den Linien hätten aktiv werden können. Die Stasi-Karten zeigten unter anderem, dass eine der Zellen im Raum Lüneburg platziert war. 1981 wird hier eins von insgesamt 33 Waffenlagern entdeckt, die dem Neonazi Heinz Lemke gehörten. Dieses Material war kein Schrott. Dieses Material war original, richtig professionell verpackt. Das heißt, gegen Wind und Wetter, gegen Nässe, Kälte, Hitze, was auch immer, im Boden geschützt, dass es dort mehrere Jahre überwintern konnte. Diese ganzen Kisten waren Militärkisten. Und die Frage stellt sich, wie konnte Heinz Lemke als Förster, wie er damals gearbeitet hat, dieses ganze Material bezahlen? Wo konnte er das beziehen? Lemke wird verdächtigt, den Sprengstoff für das Oktoberfest-Attentat im Jahr zuvor geliefert zu haben. Er erklärt sich zu einer umfassenden Aussage bereit. Aber einen Tag vor seiner Vernehmung wird er erhängt in seiner Zelle gefunden. Ich bin sicher, dass Heinz Lemke kein Agent der Stay-Behind-Organisation der Deutschen war, weil er sich dafür nicht qualifizierte. Denn in diesem Bereich musste der BND außerordentlich sorgfältig sein, Menschen mit einer extremistischen politischen Grundauffassung oder Aktivitäten dieser Art unter allen Umständen auszuschließen. Er kann nicht rekrutiert gewesen sein für Stay-Behind. Mit dem Ende des Kalten Krieges ist die Grundlage für die Stay-Behind-Organisation entfallen. Trotzdem wird den Ermittlungsbehörden keine Akteneinsicht gewährt. Die Frage nach einer Verbindung zwischen dem Netzwerk und deutschen Neonazis bleibt offen. Auch nach dem Fall der Mauer würde Stay-Behind vielleicht immer noch in den Archiven der NATO ruhen, wenn nicht die italienische Regierung 1990 die Existenz von Gladio enthüllt hätte. Die Strukturen von Stay-Behind in Luxemburg wurden abgebaut. Das heißt, das Material der Agenten wurde eingesammelt. Wir sprachen ihnen unseren Dank für ihren Mut aus und dafür, dass sie als Freiwillige im Dienst ihres Landes ihre Freizeit für die Ausbildung geopfert hatten. In Italien bleibt den Gladio-Agenten der Dank für ihren Patriotismus versagt. Stattdessen werden sie verdächtigt, in die Anschlagsserien der sogenannten Bleiernen Jahre zwischen 1977 und 1982 verwickelt gewesen zu sein, bei denen 400 Menschen getötet wurden. Gladio musste offengelegt werden. Es ging darum, zu verhindern, dass andere geheime Strukturen, die damals möglicherweise aktiv waren, von Gladio überschattet wurden, seien es illegale oder vom Staat geschaffene, also linke oder rechte. Die Enthüllungen der italienischen Regierung lösen 1990 einen Dominoeffekt aus. Als bekannt wird, dass jedes westeuropäische Land eigene Stay-Behind-Netze aufgebaut hat, kommt es innerhalb der NATO zu schweren Verwerfungen. Praktisch jedes andere Land warf uns vor, ein NATO-Geheimnis verraten zu haben. Danach weigerten sich die Amerikaner, die Briten und die Franzosen, mit uns auch nur zu sprechen. In den betroffenen NATO-Staaten löst die Enthüllung von Gladio eine Welle des Misstrauens aus. Vor allem in Belgien hegen die Ermittlungsbehörden bald den Verdacht, dass Stay-Behind-Mitglieder die bewaffneten Überfälle während der 1980er Jahre begangen haben könnten, bei denen 28 Menschen ermordet wurden. Die Täter benutzen schwere Waffen. Sie sind gefährlich und schießen ohne zu zögern. Ein Bericht aus Andalus, wo nach den beiden Verbrechen große Sorge herrscht. Die Überfälle zeigen alle Merkmale einer militärischen Kommandoaktion. Seltsam ist jedoch, dass die Täter offenbar mehr daran interessiert sind, Terror zu verbreiten, als Beute zu machen.
Entweder sind es psychopathische Banditen mit beachtlichen Fähigkeiten, oder es sind Terroristen, weil es ihnen anscheinend weniger darum ging, Geld zu erbeuten, als im Land eine überaus angespannte Stimmung zu erzeugen. Was in der Folge ja auch eintrat. Als wir 1990 von der Existenz dieses Untergrundnetzes erfuhren, war ich als Bürger keineswegs beunruhigt. Ich sah darin eine durchaus legitime Verteidigungsmaßnahme. Aber dann sagten wir uns, dass der eine oder andere dieser Stay-Behind-Agenten den Drang verspürt haben könnte, aktiv zu werden, um zu demonstrieren, dass unsere Sicherheitsorgane schneller und umfassender ausgebaut werden. Der belgische Senat setzt eine Untersuchungskommission ein, die herausfinden soll, ob Stay Behind in terroristische Aktionen verwickelt war. Ich erinnere mich, dass ich von einem Mitglied der Kommission dreimal aufgefordert wurde, Namen zu nennen. Beim ersten Mal sagte ich Niet. Auch beim zweiten Mal antwortete ich freundlich Niet. Beim dritten Mal sagte ich Nietzschewo, niemals. Da hat er erst dann begriffen. Ich sagte dem Ausschuss, dass sie, anstatt diese Männer zu verleumden, ihnen lieber ein Dankesschreiben schicken sollten, was sie natürlich nicht taten. Die Überfälle in Belgien ereignen sich im gleichen Zeitraum, in dem Luxemburg von den Aktionen des Bommelleers, des Bombenlegers, erschüttert wird. Und auch hier richtet sich der Verdacht gegen Stay-Behind-Agenten. Stay-Behind hat mit diesen Geschichten in den 1980er Jahren nichts zu tun, nicht das Geringste. Wir hatten in Luxemburg 10 Agenten und die hatten keinen Kampfauftrag. Sie waren nicht an Schusswaffen ausgebildet und auch nicht an Sprengstoff. Agenten in Friedenszeiten zu aktivieren, es sei denn für rein strategische Zwecke, nein, niemals. Jamais. Seit 1990 bis heute ist kein konkreter Beweis aufgetaucht, der Stay Behind mit Verbrechen oder Terroranschlägen in Verbindung bringt. Aber Stay Behind ist nicht die einzige Organisation, die in den Grauzonen des Kalten Krieges den Kommunismus in Europa bekämpft. Parallel zu den Stay-Behind-Aktionen gab es damals eine ganze Reihe von Operationen, die von den verschiedenen Geheimdiensten initiiert wurden. Das Stay-Behind-Konzept war eine Reaktion auf die potenzielle Gefahr einer Invasion aus dem Osten. Aber nach den gesellschaftlichen Umwälzungen des Jahres 1968 scheint sich eine neue rote Gefahr abzuzeichnen. In den westeuropäischen Sicherheitsorganen greift die Befürchtung um sich, Kommunisten könnten das System von innen stürzen. Unsere Annahmen gingen nicht länger nur von einer militärischen Konfrontation aus, bei der die eine Seite gewinnt und die andere verliert. Es ging auch um die Vorbereitung einer Revolution in den westeuropäischen Ländern. Vor allem in Italien und Frankreich gab es starke kommunistische Parteien, die in gewisser Weise die Vorhut der Roten Armee waren. Das war eine sehr gefährliche Perspektive. In einer Demokratie kann es natürlich eine starke linke Opposition geben. Das bedeutet nicht automatisch, dass deren Mitglieder bereit wären, ihr Land zu verraten. Ende der 1960er Jahre eskaliert der verdeckte Krieg gegen den Kommunismus in Westeuropa. Vor allem Italiens Sicherheitsdienste kommen zu dem Schluss, dass Gladio für diesen Kampf nur bedingt taugt.
Eine neue Organisation wird geschaffen. In ihren Reihen sind zahlreiche Anhänger der extremen Rechten, die jetzt gegen den inneren Feind in Stellung gebracht werden, als Gladio Nera, das schwarze Gladio. Diese Organisation hatte zum einen Aufgaben, die denen des ursprünglichen Gladio-Netzes entsprachen, also im Falle einer Invasion Italiens aktiv zu werden. Andererseits hatte sie einen, ich würde sagen, eher politischen Auftrag, das heißt, als Gegengewicht zur Linken zu fungieren. Ziel der schwarzen Gladio-Aktivitäten ist, das Land durch Terrorakte zu destabilisieren und die öffentliche Meinung für eine autoritärere Staatsform zu gewinnen. 1969 detoniert in einer Bank in Mailand eine Bombe und tötet 17 Menschen. Bei der Untersuchung dieses Anschlags stoßen die Ermittler zum ersten Mal auf das schwarze Gladio-Netz. Gladio steht nicht für Massaker, Bomben oder Unterwanderung. Es war eine antikommunistische Struktur des Kalten Krieges, die mit dessen Ende ihre Funktion verloren hatte. Aber dann stieß ich bei meinen Ermittlungen zum Mailänder Anschlag auf etwas anderes. Auf eine andere Organisation, die absolut illegal, radikal subversiv und durch nichts legitimiert war. Die sogenannten Nuklei, die Kernzellen zur Verteidigung des Staates. Während das weiße Gladio-Netz eindeutig unpolitisch war, akzeptierten die Nuklei das schwarze Gladio, die Infiltration durch Rechtsextreme, oder begrüßten sie sogar. Und das waren diejenigen, die den Anschlag von Mailand und noch eine ganze Reihe anderer Attentate begingen. Mittlerweile wurden Dokumente freigegeben, aus denen hervorgeht, dass amerikanische Stellen über die schwarze Gladio-Strategie informiert waren. Die Amerikaner wussten genau, was die italienische Rechte plante. Und ich glaube, das lag auf der Linie der damaligen amerikanischen Strategie, die in den 1960er Jahren auf Eindämmung des Kommunismus ausgerichtet war. Es war nicht so, dass die Position der Neofaschisten die eines Befehlsempfängers der USA war oder dass sie von dort Handlungsanweisungen erhielten. Die amerikanischen und italienischen Geheimdienste verstanden die Attentatspläne vermutlich eher als reine Demonstration, bei der es möglichst keine Opfer geben sollte, als Beitrag zur Eindämmung der Gefahr. Sie erwarteten einen positiven Effekt zur Stärkung des Staates. Mehr Kontrolle, mehr Überwachung, aber ohne Repression. Handelt, wie ihr wollt, irgendwie wird's schon nützen. Agite, in fondo ci fa comodo. Die NATO schweigt bis heute über die Stay-Behind-Operationen. Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Kalten Krieges hat außer Italien kein anderer Staat der westlichen Allianz Einblick in die Dokumente seiner Geheimdienste gewährt, die zur Aufklärung der Aktivitäten dieser Untergrundstreitmacht beitragen könnten. Bis dahin sind alle möglichen Szenarien denkbar. Auch, dass in Ländern, die von einem russischen Zugriff bedroht sind, immer noch Stay-Behind-Netze existieren.